So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Koji, wir spielen Assassin's Creed. Ich bin schon ein bisschen weiter gereist. Und ja, es gab erstmal nicht viel zu sehen. Wir haben dafür gefunden. Aber ich habe leider vergessen, auf eine Aufnahme zu drücken. Und dürfen mir es gern glauben, dass wir eine gefunden haben. Ein bisschen aufpassen, komm hin. Ziehst jetzt den Hauptmann töten. Ja, das war schon, können gehen. Nein, hast du nicht. So, wo ist der letzte? Ah, von hinten, du Schlinge. Okay. Können gehen. Haben wir geschafft, haben wir abgearbeitet und auf zum nächsten. So. Wir sind hier. Und die Tafel, die wir gefunden haben, war hier. War eine ziemlich große Höhle, die man reinlaufen musste, und aber in dieser war es dann nicht allzu schwierig, die Tafel zu finden. Das leihen wir uns mal kurz aus. Na, komm rum. Wo hängen wir denn? Ach so, am Segel. Krass, dass ich das... Obwohl es das gleiche Schiff ist, schaffe ich das oder schaffen wir das ohne große Probleme. Auch schön. Ah, so ein Mist. So, sind wir gleich da und mal gucken, was sich da hinten verbirgt. Bestimmt auch mal so ein kleiner Außenposten, der von uns übernommen werden möchte oder bereinigt werden möchte. Irgend sowas. So. Okay. Hier ist was Goldenes in der Nähe. Gold ist immer gut. Das ist dann auch ein bisschen wertvoller und mal gucken, was wir da finden. Bleib stehen. Wer? Er spricht mit mir. Ich habe keine Ahnung. Du da! Halt! Okay, jetzt sehe ich ihn. Aber jetzt sehe ich ihn wirklich. Diese Zone ist tabu. Du kleines Feigling. Nur du kleiner Feigling. Na toll, super. Hat ja wunderbar geklappt. Ich klebe mal kurz eine Falle. Falls soll noch mal einer das versuchen möchte zu starten. Auch. So, wo ist denn jetzt? Ach, da ist er. Schlingel. Versteckt sich immer. Oh, peinlich.
Okay. Geschafft. Ja. Ist, glaube ich, egal, ob wir das eine oder das andere machen. Also das wird jetzt nicht viel unterschiedlich sein. Er hat gerade komische Probleme, aber ignorieren wir mal. Oh, was greift uns an? Ach so, die Hyänen, glaube ich, waren es, aber die hatten dann keinen Bock mehr. Auch wieder ein Hyänenbau. Und wir brauchen nicht vier, müssen nur den einen töten. Haben sie es gemütlich gemacht, die kleinen Schlinge? Ja, sind einmal da, gucken natürlich noch gern die Kiste. Und haben einen Bogen gefunden. So. Des Weiteren. Laufen wir nach da. Ui. Okay, ich dachte schon, es wird nicht gut gehen und wir werden elendlich sterben, aber sah gut aus. Haha, schneller. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Hihi. Das ist immer der gleiche oder sind es unterschiedlicher? Wir müssen hier hoch. Das, was wir suchen, befindet sich da oben. Nicht, dass uns das doch noch bekommt. Aber ich glaube, jetzt sieht er alt aus. Da kommt er nicht hoch. Zumindest nicht, wenn er hier lang gehen will. Da haben wir einen Abgang. Okay, das wird bestimmt eins sein. Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag und Nacht. Tragen die Menschen nicht das Horus-Auge? Ja, Chemo. Und der Pharao ist Horus, oder? Ja, mein Sohn. Der Pharao ist Horus im Leben und Osiris im Tod. Deshalb regiert der Pharao nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt. Aber nur ein wahrer Pharao. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber da fehlen noch ein paar. Sagen mindestens drei. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Erstmal müssen wir die finden und dann auch zuordnen.
Schön. Freut mich. Gucken wir noch hier hin. Okay, komm mal hin. Zum Glück haben wir es so rumgemacht, nicht andersrum, sonst hätten wir da mal hochklettern müssen. Und hier passt das, wenn wir einmal runterfallen, können wir gerne unten bleiben und da aus weitergehen. Weiß gar nicht, wie wir da noch haben. Aber da fehlt auch noch der ein oder andere. Sehr schön. Nochmal abgekühlt. Bei den Temperaturen braucht man es unbedingt. So, gucken wir drauf. Und wir haben da noch ein Fragezeichen. Da hinten noch eins. Oh, hier hinten ist auch noch eins. Und der ist mir auch entwischt. Ansonsten. Hier bin ich vorhin lang geritten und dachte, oh, hier ist gar nichts. Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Aber nö, hier ist doch noch was. Sehr schön. Lohnt sich doch nochmal dahin zu gucken. Wir gehen aber erstmal. Okay, die leuchten auch noch gelb. Also gehen wir vielleicht doch erstmal der Vollständigkeit halber nach hier, dann nach da und dann wieder ein Stückchen zurück nach dort. Ja genau, du sagst es, ganze Feiner bist du, ganze Feiner. Na gut, ob so oder so ist. Oder. Ich glaube, es wird sich echt nicht viel nehmen. Ach, machen wir erst das hier. Sieht ja auch so aus, als ob da eine Straße lang führt und dann könnten wir da vielleicht ein bisschen hochkommen. Hallo, ihr kleinen freundlichen Hyänen. Noch mehr freundliche Hyänen. Noch mehr Hyänen. Hier scheint irgendwo ein Nest zu sein. Wir gucken mal kurz, was sich hier und wo sich was versteckt. Geil, ich rufe mal Feuer und mache Alarm. Ah, es sind Zweier. Da ist noch ein Schatz. Da ist auch noch ein Schatz. Und rein die gute Spuren. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ach. Hör auf. Bike, ich bitte dich. Was, wo denn? Hab ich dich! Frisch das, du Ratte! War nicht gerade noch einer? Da bist du. Ach, bin gespannt, wenn der hochkommt. Ui, nicht sterben. Da bist du ja!
Achso, hier kann ich runterlaufen. Hey, hab ich dich! Bin in Reichweite! Oh, jetzt wird's auch langsam ein bisschen nervig. Muss mir kurz freuen, Verzeihung. Warum habe ich denn sowas wieder drin? Nehme ich sonst ganz, ganz selten die Pfeile und bohren. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, was habe ich jetzt? Oh, ich werde sterben. So ein Mist. Muss mal kurz mich ein bisschen zurückziehen. Sonst werde ich wirklich sterben. Wäre schade drum. So, bin wieder voll und es kann losgehen. Ja, so ein bisschen aus dem Atem, der Kleine. Ich höre ihn auch die ganze Zeit durch die Wüste. Da kann man schon mal ein bisschen geschafft sein. Ist eine Truhe. Und hier hinten gab es noch eine. Ohne Kleider. Ganz putziges. Schade, dass ich jetzt das ganze Zeug finde. Und als ich es gebraucht habe, habe ich es mir dummerweise gekauft. Gut, kein Problem. Ich glaube, das Geld haben wir wieder drinne. Ist nur ein bisschen ärgerlich. Hey. Von hinten, weil wir feige sind. Okay. Können gehen. So, jetzt reisen wir nach hier. Ich bin gespannt, was sich da versteckt. Na, komm. Nein, durch. Sehr schön. So, haben wieder, ich wollte gerade sagen, festen Boden, aber das ist ja alles fest. Na, was wird sich da hinten verstecken? Eine Tafel oder noch ein Oder müssen wir jetzt hier gegen Elefanten kämpfen? Krass. Oh, krass. So. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Pfeile ich von den Schnellpfeil habe, 23. In Summe könnten mehr sein. Aber ach komm, Quatsch, wir versuchen es mal. Komm ich hier rein? Muss da wahrscheinlich doch drum rumlaufen. Was den Vorteil hat. Wir können die Pfeile wieder aufrüsten. Dauert aber noch ein Stückchen, bis wir da sind. So ist der kleine Nachteil. Ging doch schneller als gedacht. Also rein die gute Stufe.
2? Echt jetzt 2? Oh mein Gott. Ich werde nie fertig werden. Hörst du mal bitte auf? Dann sagt er, brenn, brenn. Ich will nicht brenn, brenn. Oh, oh Gottes Willen. 2 Elefanten. Ich war froh, dass ich eingeschafft habe. Ja, brenn die an. Nein, nicht uns anbrennen. Wow. Wie gemein ihr seid. Da willst du mich veralbern. Gleich 2 hintereinander, wie macht er das? Ist er echt so schnell? Okay, das kann ich jetzt den 3. Schlag, ja. Da bin ich mit dabei. Aber die anderen 2 davor so schnell sind quasi noch gefallen. Da holt er schon wieder aus. Das ist ein Elefant und kein schnelles Tier. Aber 2 Stück. So, das haben sie davon. Ich ziehe die Schuhe aus. Töte Elefanten. Setz dich auf. Und? Okay, nehmen den nächsten. Oder eigentlich erst den einen machen und dann den anderen. Aber gut, ich bin dann eher... Oh, keine Munition mehr. Ist ein bisschen ungeschickt, da ich gerade echt nicht rankomme. Und komm. Oh, komm. Nein, hör auf. Das tut weh. Ich bin so da davor. Warum ist er wieder und wieder macht? Mach dich weg, du kleines hässliches Vieh. Wow, hat er nicht gesagt. Wow. Hörst du mal bitte auf? Okay. Ah. Ich würde sagen, also. Mach ja schön Schaden. Du weißt, sind das 2 und irgendwie halt meine Energie, die ich habe, nicht so weit für die Tiere, die. Ja, vielleicht auch ein bisschen geschickter. Oh, ich wollte gerade Zahre, ich dachte mal. Sag doch sowas nicht. Du kleiner Schlingel. Okay. Oh, er ist tot. Wir haben noch einen. Oh, ich dachte gerade, da steht einer. Nein, das war aber... Alter, du rennst voll rein. Oh, Gottes Willen. Wie schnell ist das kleine Rattenvieh? Okay, ist ein Elefant. Bis. Komm, 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 schnell weg, ja. Oh, so ein Mist. Das war echt gut.
Eigenlob stinke, aber das war jetzt wirklich nicht schlecht. Dummerweise hat es leider nicht geklappt. Gibt es hier denn eigentlich einen Schnellreisepunkt? Denn dazu würde ich jetzt vielleicht eher tendieren, dass wir da nochmal später wiederkommen, weil es mir momentan echt nicht gelingt. Ansonsten bleibe ich hier stehen. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich aber euch recht herzlich für das Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Gern dürft ihr es kommentieren, abonnieren und wieder einschalten. Beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Coach hier. Bye.